Also das Jugendrotkreuz feiert ja heute 70 Jahre. Und wie Sie hinter mir sehen können, geht es uns darum, die gesamthafte Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen im Blick zu haben. Also Schule bedeutet nicht nur Lesen, Schreiben, Rechnen, das ist wichtig, ja. Aber es bedeutet auch, dass die soziale Kompetenz gestärkt wird, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft gestärkt wird, dass Kinder lernen, wichtige Kompetenzen, die man im Leben braucht, in der Schule zu erwerben. Beispielsweise die Kleinen hier aus der Volksschule, dass sie schwimmen können. Oder die Größeren, das ist hinten im Zelt, dass sie im Bereich der Ersten Hilfe, auch wenn es darauf ankommt, kompetent helfen können. Und das Motto des Jugendrotkreuzes lautet ja, helfen macht Freude, aber helfen macht nicht nur Freude, helfen führt auch zu Freunden, nämlich zum Miteinander. Und das ist ein wesentlicher Sinn des Jugendrotkreuzes. Das Jugendrotkreuz als Teil des Roten Kreuzes hat ja die Aufgabe, die Jugend zur humanitären Handlungsweise und damit zu mitmenschlichem Verhalten hinzuführen. Und um das können, zu können, muss man auch die Voraussetzungen haben. Und da ist natürlich der Erste-Hilfe-Wettbewerb als eines dieser großen Teile dieses Events ein ganz wichtiger Bereich. Diese Station schaut so aus, es ist Station 4 in Gold. Ich habe eine bewusstlose Person, liegt am Boden, die haben wir zum Betreuen. Es sind drei Jugendliche, also eine ist bewusstlos, bringen wir in die stabile Seitenlage. Die zweite Person hat eine Kopfverletzung und die dritte Person hat einen offenen Unterschenkel. Genau, so schaut die Notfallsituation aus. Und dementsprechend müssen die Ersthelfer reagieren. Da hinten. Ja. Dann haben wir die Station mit Sturz vom Fenster, wo regloser Notfallpatient mit Bewusstseinskontrolle und stabile Seitenlage. Also diese Station ist Einzelbewerb. Es gibt die Helmabnahme, es gibt eine Reanimation mit Defibrillator, eine Bewusstlosigkeit und eine starke Blutung. Nachdem wir für dieses Event an die 400 Personen haben, die dafür Sorge tragen, dass das gut funktioniert und dass das wirklich klaglos über die Bühne geht, ein großes Kompliment denn der gesamten Lehrerschaft, die sich wirklich für das Jugendrotkreuz steiermarkweit einsetzt und auch für die Jugendlichen, die heute mit über 200 Schülerinnen und Schülern da mithelfen, dass das Ganze funktioniert. Und das Jugendrotkreuz bereitet hier junge Menschen fürs Leben vor. Ich sage immer als Bildungsreferent, wir schauen, dass in den Schulen die Kinder Lesen, Schreiben, Rechnen lernen. Aus meiner Sicht ist aber wichtig, dass sie schwimmen können und im Bedarfsfall, wenn irgendjemand eine Not hat, dass sie auch zugreifen können. Und da ist die Erste Hilfe ganz, ganz wichtig, dass die Kinder auch das Werkzeug dafür bekommen.